Hallo, herzlich willkommen zu Jump World. Yeah. Hallo. Hast du sonst noch was zu sagen? Nee, los geht's. Okay, mit Mundi, mit Janine und Hi. mit Sassi. Hallo. Hallo. Und wir sind in der zweiten Map, in der Nummer 22 Ich will das den ersten von Satz vorlesen. Silvia, also von Nice Game LP. Und es geht weiter mit dem Abenteuer. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich in der letzten Folge, beziehungsweise im letzten Part dieses Jump'n'Runs ja quasi gestorben bin. Und Ja. vielleicht finden wir jetzt heraus, was passiert ist. Hier steht auf jeden Fall Dick Rest in RIP Peace, und Caro Bam. liest vor. Was zuletzt geschah? Caro Caro reiste reiste zu Willi, um bei ihm im Wald in seinem Haus zu übernachten. Dann besuchten sie ein Museum, ein Erdbeben erschütterte die Erde. Fliegten mit ihrem Fallschirm, rannten an einer brennenden U-Bahn vorbei. Dann war Willi tot. YouTube, Nice Game LP. Spiel zuerst Rock Kartoffels Abenteuer 1. Instagram, YouTube, oh toll. Eigenwerbung. Mein Face ist hässlich. Ist das dein Face? Ich glaube mal, dass ich hier trauere. Es ist voll schön. Nein. Leute, es ist voll schön, oder? Nein. Warum sagen die Nein. nichts? Das ist Sieht echt man ja. wunderschön. Verschmiert. Ja, das soll es ja, aber sie ist ja auch traurig. Ihr weint ja doch. Los geht's. Da ist Caro. Schnell hin und fragen, was passiert ist. Ich sehe nämlich nicht mehr durch. Caro, was ist denn genau passiert? Wieso ist Willi auf einmal tot? Geh nach Hause, es ist schon spät. Caro, bleib stehen. Ich will wissen, was passiert ist. Ist ja gut, komm, setz dich los, dann erzähle ich dir alles. Es ist lustig, dass der Erzähler nicht mehr weiß, was los ist. Ja. Ganz dort vorne weiterlesen. Okay. Also, es verlief so. Wir waren am nächsten Tag ja im Museum und ihn hat das halt so sehr gelangweilt, dass er sich an den Rand gesetzt hat und ich mir alles Weitere mir alleine angeschaut habe. Dann auf einmal. Dann schrie eine Frau laut los. Janine, jetzt du. Schrei. Und Da, du dann. schreien. Und. Ach so. Und dann. Ich rannte zu Willi. Sah die, wie die Frau neben ihm stand und Willi am Boden. Abu. Bamboo. Bamboo. Nee. Aber er ist nicht an den Fall auf den Boden gestorben. Silvia. Sondern jetzt kommt's. Genau so rede ich. An den Kaktus, der neben ihm stand. Willi schlief ein und fiel auf den Kaktus mit dem Kopf. Aber in einer so schnellen Geschwindigkeit, dass sich der Kaktus durch seinen Kopf bohrte. Das ging so schnell, dass die Frau neben ihm erschreckte. Sie ihn sah und sie deswegen losschrie. Janine Nochmal nochmal. schreien. Oh Ab ganz mein davor lesen. Oha, Gott. Oh nein. Schock. Nein, ich bin auch Das noch. heißt ja, alles, was bisher passiert ist, hat er nur geträumt. Hättet ihr das gedacht? Ist das schon das Ende? Wo bist du denn, Caro? Nein. Wo Ich stumm steh grad. ich? Lies. Aber ganz davon lesen. Ganz rechts. So, ich gehe jetzt aber mal. Tschüss! Tschüss, Caro! Sieh nix. Oh Gott, ich sehe auch nichts. Doch als der Oh Erzähler Gott. Caro hinterher schaute, sah er, wie Caro vor ein Auto lief und sie nach vorn, was noch vor Ort starb. Nein. Und selbst wie es sieht, selbst wie es weitergeht. Willi und Caro treffen sich im Himmel wieder. Wie schön. Links machst du immer per Druckplatte Tag. Rechts machst du per Druckplatte Nacht. Ah, guck mal, wir sind nackig. Was? Oh, ihr seid Guck ja echt mal. nackig. Oh, wir sind ja echt nackig. Und wir heben unser Bein. Ja. Es ist ein Und Zeichen was von Lust. Ist ein Engel. Hä, warum mache ich denn hier immer Nacht Wo und seid ihr denn Tag? hin? Oh. Lol. Hallo. Hey, gar nicht. Hi. Doch, mache ich wohl. Doch. Ach so, das kann man sich jetzt anschauen.
Ah. Ja, und jetzt? Ich glaube, wir sind gerade übel hart in... Oh! Guck mal, ich weine sogar vor Freude. Hab's geschafft. Und da bist du auch schon am Ende angelangt. Wie fandest du denn die Story bei der Maps? Falls du Teil 1 noch nicht gespielt hast, dann schau unbedingt mal rein. Name Rockkartoffels Abenteuer 1. Es würde mich sehr freuen, wenn du mal bei meinen Social Media Plattformen reit. Silvia, bitte. Werbung. Falls du lieber Rockkartoffel diese und die andere Map gespielt hast, sag bitte jetzt im Video dein Feedback zu der Story und der Map. YouTube Rockkartoffel. Schaut unbedingt mal bei Willi Rockkartoffel auf YouTube vorbei. Falls dir das Jump'n'Run die Story gefallen hat, würde ich mich sehr über eine faire Bewertung freuen. PS, ich weiß, dass es nicht viel zum Springen gab. Sorry. Danke fürs Spielen meiner Map. Liebe Grüße, Nice und Caro. Weitere Infos zur Map. Bauzeit 15 Stunden, Erbauer Nice Game LP, Bauhelfer cool Caro Girl, Story by Nice Game LP. Okay, ich soll ja meine Meinung zu dem Ganzen jetzt hier im Video nochmal sagen. Also ich gebe dem Ganzen mal wieder volle Punktzahl. Meine Meinung dazu ist ganz ehrlich, der erste Map war besser. Einfach nur, weil die Story ausgiebiger war oder ergiebiger war. Und weil man da viel mehr zu sehen hatte und viel mehr zu machen hatte. Und das hier war ja quasi, es wird dunkel, die Story wird zu Ende erzählt und fertig. Also man hat quasi gar nichts mehr gesehen von der Story, man hat die Story gar nicht mehr selbst miterlebt, sondern sie wurde nur noch vor sich hin erzählt. Und das fand ich jetzt gerade ein bisschen lame. Trotzdem hast du dir ja Mühe gemacht, das sieht man ja hier. Und das wird ja auch gewürdigt von uns. Deswegen, wie gesagt, von mir eine volle Punktzahl. Und aber gerne wieder Maps machen, die so anknüpfen an das, was als erste Map jetzt da war. Ich hoffe, das war verständlich erklärt. Gut! Gehen wir in die nächste Map, Leute. Gut, jetzt Mundi. Mundi, schläg sie nicht ab! Nein. Ach, mit Absicht. Nein. Du bist voll das Ferkel, Mundi. Nein. Was? Oh, Rockkartoffel ohne gemacht. Story von Bego geht Mitte. Und na, da bin ich immer gespannt. Das ging schnell. Ja, eindeutig. Oh Gott. So, Nummer 1. Oh, was ist das denn? Also, Raum 2 ist ja schon mal richtig anstrengend, wie ich das sehe, wa? Mhm. Also, der überfordert mich. Das, ja, das glaube ich. Dass der dich überfordert, war mir klar. Oh. Ha! Ah! Ha! Geschafft. Ha! Oh, ja. Ha! Hallo! Ha! Oh. Man konnte abkürzen. Gar nicht. Oh. Gar nicht. Sassi cheatet. Ja. Hä, oh, Caro? Gibt's keine Druckplatte? Ich verstehe das wieder nicht. Und man darf nicht schleichen. Hä? Achso, warte mal, jetzt muss ich hier. Sassi, geh doch weg. Genau, Sassi, geh doch mal weg. Doch aus. Also Bego macht von den Sprüngen her wirklich wahnsinnig abwechslungsreiche Maps. Nur leider immer so in einem Farbton und so. Das finde ich ein bisschen schade. Nein. Oh weh. Oh je. Caro, es ist soweit. Was denn? Ja, die Katzen. Hä? Ja. Hä? Ja. Genau. Ich weiß nicht, was du meinst. Weiß auch nicht. Ich bin bald hinten, hoffe ich. Da kann ich noch ein bisschen auch schneller. Abkürzen. Ich bin ein bisschen schneller. Ja. Okay, ich glaube, ich habe es geschafft, oder? Bin ich oben? Ich bin oben! Okay, das war eine interessante Map. Sagen wir es mal so. Die Kreativität kriegt von mir ein Okay. Zugegebenermaßen, das war wenig kreativ. Die Sprünge kriegen von mir ein Gut und die Optik kriegt von mir auch nur ein Okay. Tut mir leid, das war echt jetzt eine mittelmäßige Bewertung. Das liegt aber einfach daran, dass ich glaube, ich der Map einfach nicht mehr geben kann. Das wäre sonst ein bisschen ungerecht den anderen gegenüber. Wie läuft's denn bei euch eigentlich da hinten? Gut. Ja, toll. Ach guck mal, Lassi hat's auch gleich geschafft. Caro hat's auch gleich geschafft. Fallschaden.
Und wo ist Janine und Mundi? Auch. Oh, ich habe Schaden bekommen bei dem komischen Wabbelsprung. Wabbelsprung? Ja, Wabbelsprung. Jetzt warst du gerade einfach nur doof, Janine. Ja, tut schon mir leid, das mit dem Schleichen ist blöd. Caro, merkst du eigentlich, dass ich schon wieder komplett ausrastet, weil ich kurz was gesagt habe? Ja, guck, dafür halt. Ja, tut mir leid! Für diese rauen Zeiten tue ich mein Sold aufheben, Caro. Für diese rauen Zeiten, wo ist sie denn, rau, Caro? Weißt du da was genaueres? Oh Gott, am Po. Bestimmt am Popes. Der Popes, mein Nopes. Also Janine, ich hab das gerade zum zweiten Mal geschafft im Durchspringen. Das ist schön für dich. Ist jetzt nicht wirklich so ultra schwer. Sassi, doch, wo bist du denn? Hast du es mittlerweile mal hinter dir? Was? Ja, also es ist jetzt quasi hinter sich. Caro hat es dann auch geschafft. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen mal in die nächste Mapple. Rein ins Loch. Jetzt habe ich diesen Sprung wieder, diesen Zaunsprung. So. Jetzt kann ich gleich wieder da arbeiten. Und jetzt gehen wir in die nächste Map. Ihr habt vollkommen recht. Kommt ihr da bitte raus? Nein, warte draußen. Kurz. Warte Nein, kurz. Wir warte. Warten jetzt nicht. Janine, wir gehen wieder ohne dich in die nächste Map. Okay, wartet. Ich glaube, das ist ja egal. Okay, Mensch, Janine. Okay, ja, Gott sei Dank, ich wollte gerade schon sagen. Rockkartoffel-Keks-Geschichte von Anna Mondapfel. Ah, Kekse. Ja, Kekse. Oh, Kekse, ich will auch Kekse. Oh, Janine. Oh, sie rastet also nicht nur beim Spiel aus, sondern auch so. Wer schuldet mir noch Kekse? Hallo, du musst hoch. Habe die falsche Map ausgewählt. Deswegen musst du erstmal nach oben. Sorry dafür. Oh lol, das geht aber ziemlich hoch. Niau. Niau. Alter, wie hoch? Holy shit. Die Frage ist, warum hast du dann nicht gerade noch eine neue Map ausgewählt? Ist doch voll blöd so. Story. Ups. Nee, wir lesen erstmal das hier. Janine, les mal das da. Okay, Fia, du rennst dich wieder weg wie beim letzten Mal. Oh. Ich sehe dich im Öffnen. Hallo und willkommen zu diesem Jump'n'Run. Dieses Jump'n'Run ist was für Rohkartoffel. Was sagt Rand? Okay, nur da drüben. also Caro, bleib hier. Rohkartoffel. Frage an Rocky. Kannst du dich an mich erinnern? War am Freitagsstream dabei. Du hattest im Blockparty gesagt, also als ich runterfiel, tschüss Mondapfel, wenn ja, hallo. 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 So, also dieses Jump'n'Run wird sehr leicht sein, aber hab mir Mühe gegeben. Anjana, du stinkst. Und Anjana und Karl. Nicht cheaten, nicht wo, aber naja. Und jetzt ganz viel Spaß beim Jump'n'Run. Liebe Grüße, Mondapfel, Anna. PS, es gibt Kristalle. Okay, und Sassi muss jetzt in ihrer wunderschönsten Geschichtenerzähler-Geschichte-Erzählstimme das vorlesen. Ja, okay, die wunderschönste Geschichtenerzählerstimme, bitte. Oh Gott, ich bin geschnitten. Caro! Ja? Okay, Caro, Bilbo, Jana und Sassi wollen Schoki-Kekse machen. Alle außer Rocky erscheinen am Treffpunkt. Du spielst Rocky und musst die anderen suchen, damit ihr die Kekse machen könnt. Viel Erfolg, Herz. Okay, das heißt, ich muss Kekse machen. William, guck mal. Eigentlich müsst ihr alle Kekse machen und ich guck nicht. Guck mal. Jetzt wird's wabbelig. Warte, was? You know Caro. You know Caro. Wabbel! Oh. Oh, Caro! Du darfst da nicht von so weit oben reinspringen. Doch. Nein. Oh, der Checkpoint ist voll kacke gesetzt. Ja, ne? Ja, vor allem bei Sassi. Der Checkpoint ist echt super kackig. Also, wie soll ich denn... Caro. Da war das Geräusch wieder. Ich habe noch keine Movie-Blöcke. Es gibt keine. Oh nein! Janine. Ich hab's hier nicht gesehen, Sassi. Nein! Nein, 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 nein! Oh, ich hasse dich. Oh Gott. Oh Gott. Hey, geh doch aus mir raus! Geh doch aus mir raus! William, jetzt einfach geh aus mir raus. Aussieht. William, geh zu Gefängnis. Gehst du wieder aus mir raus? Haben wir gut gemacht, Janine. Hast du sehr gut gemacht. Du triffst Janine auf deine... Haha! Hi! Sorry. Sassi. Hallo, Rocky. Hallo, Janine. Hast du Caro, Bilbo, Jana und Sassi gesehen? Ja, habe ich. Sie sind in Richtung Stall gegangen. Ich denke, sie wollten reiten. Hm, ich werde mal nachsehen. Dankeschön. Wo neu ich reite? Am Stall angekommen. Dass sie reitet. Sassi reitet bestimmt auf ihren Bruder. Wer?
Ich glaube, ich finde das nicht so toll. Aber ich glaube, wir sind ja sowieso falsch. Ich glaube auch, dass wir müssen da irgendwo. Ja, wir müssen da. Secret! Secret! Rockys Pferd, Will. Guck mal, ich habe ein Knochenpferd. Das heißt toll. Will. Nicht. Anna ist mein Pferd. Voll. Samson. Hier ist Lotte. Hier ist Kai. Das ist der Name. Hier ist Sammy. Hier ist Louis. Janas Pferd, Louis. Karos Pferd heißt Fritte. Hier ist ein Dialog. Hallo ihr. Ich dachte, wir backen heute Schokikekse. Ach, Karo ist noch gar nicht da. Nein. Das liegt bei dem. Nein, wir warten jetzt auf Karo. Ich hoffe, sie kommt gleich. Ich komme nicht bald. Nicht bald? Nein. Warum nicht? Oh nein. Am Start. Jetzt ist Karo da. Ja, komm schnell. Ja! Hallo ihr, ich dachte, wir backen heute Schokikekse. Oh, tut uns leid, wir haben es vergessen und waren reiten. Secret. Ihr müsst jetzt alle sorry sagen. Sorry. Schon gut, aber lasst uns jetzt die Kekse backen. Oh ja. 1000 musst du dich zum Ziel werfen mit der Enderperle, okay. Wo ist eine Enderperle? Oh, ich bin runtergefallen. Oh, ich auch. Wir sind so super. Ich habe keine Enderperle. Oh, wir sind so super. Ups. Oh, wir sind so super. Oh, ich bin so Gott, wo ist das Ziel? Da hinten. Habt ihr Enderperlen? Easy win. Zum Ziel. Die kriegst du, Karo. Du musst dann noch so ein bisschen über die Blumentöpfe drüber springen. Nein, au! Okay. Okay. Oh Gott. Okay. Okay. Ah, ich bin der Erste! Ja! Easy Wisst ihr was, win. Man kann noch cheaten mit den Enderpearls. Ja, aber niemand cheatet. Jeder, der cheatet, ist langweilig. Nein, haben wir nicht. Ich hab keine Dinger. Ich auch, hab nur das eine. Hab eines nur. So, lesen wir mal hier den Abschlusstext. So, das war's dann auch schon mit meinem ersten Jump'n'Run. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es werden bestimmt weitere Jump'n'Runs von mir folgen, da es mir sehr viel Spaß macht, welche zu bauen. Das will ich doch hoffen. Das war ja auch sehr gut. Hat ja von mir eine sehr gute Bewertung gekriegt. An dich, Rocky. Super YouTuber, super Videos. Immer gut drauf. Bleib so, wie du bist. Vielen Dank. An Karo, du bist super knuffelig. Bleib so, wie du bist. Oh, danke. An Jana, nicht cheaten. Mag dich sehr, da du immer gute Laune hast. Und jetzt viel Spaß bei anderen Jump'n'Runs. Tschö, Anna, Mondapfel. Ich habe das erste Secret gefunden. Das ist direkt beim Spawn. Aber irgendwie habe ich das andere nicht gefunden. Die sind immer direkt beim Spawn. Das ist ja das Blöde. Das öde, schnöde, popöde. Das andere ist bestimmt unten auf der Insel versteckt. Und das andere habe ich auch gefunden. Das ist bei der Treppe. Warum Mundi noch? Wo ist denn Mundi? Wo ist denn Mundi? Am Mundi. Wo ist denn Mundi? Nein. Karo, da warst du auch gerade eben. Ja, aber ich bin fertig. Ja, toll. Okay, Leute. Ich würde auch mal sagen, Freunde. Mundi bewerfen. Das war's mit der heutigen Folge Minecraft Jump World. Ich gehe mal ganz kurz nochmal in die Lobby. Einfach nur, um euch zu zeigen, was als nächstes dran kommt. Als nächstes kommt nämlich das Jump'n'Run Rockkartoffels Traum von Amelie. Oh nein. Und da wir ja gesagt hatten, dass wir dort tatsächlich dann einen Part anfangen möchten, beziehungsweise dass ich gerne dort einen Part anfangen möchte, weil das angeblich richtig, 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 richtig kacke schwer ist, würde ich das auch gerne so handhaben. Das ist ein Fake-Karo. Leute, seid doch bitte leise. Nein. Das ist ein Fake-Karo. Geh weg, Fake-Karo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Leute, stehlt nicht unsere Skins und das macht man nicht. Danke. Und jetzt tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hi. Tschüss. Hallo. Wieso hi? Hallo. Hey.